Pressekonferenz von SPD, Freien Wählern, Bündnis 90 Die Grünen zum Minderheitenbericht des Landesbanduntersuchungsausschusses begrüßen. Der Bericht liegt Ihnen vor. Überzeugen Sie sich davon, dass Sie alle Dokumente vorliegen haben. Ausgedruckt haben wir Ihnen einmal den Abschnitt Zusammenfassung und Bewertung. Das sind rund 140 Seiten aus dem Minderheitenbericht. Wer diesen Ausdruck vorher noch braucht, kann ihn gerne sofort bekommen. Der vollständige Bericht wurde von den Kollegen der Grünen freundlicherweise auf CD gebrannt und steht auch noch in ausreichender Auflage zur Verfügung. Ferner finden Sie von der SPD noch eine kurze überblicksweise Zusammenfassung der wichtigsten Fakten. Wenn Sie diese drei Dokumente, beziehungsweise zwei Dokumente und die CD vorliegen haben, dann haben Sie alles, was Sie entsprechend für Ihre Arbeit brauchen. Ja, nach gut einem Jahr hartnäckiger Recherche und fleißigen Aktenstudiums sowie der Befragung zahlreicher Zeugen haben sich die Oppositionsfraktionen im Bayerischen Landtag nun auf einen Abschlussbericht zum Landesbanduntersuchungsausschuss geeinigt. Was drinsteht und welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind, politische Schlussfolgerungen, dazu heute mehr von Harald Güller, SPD-Vizevorsitzender des Untersuchungsausschusses, Bernhard Pohl, Freie Wähler, Mitglied im Untersuchungsausschuss und in der Landesbank-Kontrollkommission, Sepp Dürr, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Landesbank-Untersuchungsausschuss und Inge Aures, SPD, Mitglied im Untersuchungsausschuss und wie Bernhard Pohl auch in der Landesbank-Kontrollkommission. Wir beginnen mit einem Generalüberblick und mit Harald Güller. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Journalisten, herzlichen Dank zunächst einmal von unserer Seite, von allen Oppositionsfraktionen, für die gute Begleitung auch des Untersuchungsausschusses im vergangenen Jahr. Es war für Sie genauso schwierig, glaube ich, wie für uns, diese vielen Termine in dieser gedrängten Form auch wahrzunehmen. Wir hatten 29 Sitzungen, 80 Zeugen und Sachverständige wurden vernommen, 301 Aktenordner mit dem Umfang von, sage ich mal, grob 100.000 Seiten waren zu bewältigen. Und jetzt auch der Endbericht ist sehr differenziert ausgefallen. Er ist in zwei Punkte gegliedert. Der erste Punkt ist die konkrete Beantwortung der fast 300 Fragen, die von der Opposition bei der Einsetzung gestellt wurden. Und an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, dass es bei zwei Drittel, drei Viertel der Fragen und der Sachverhaltsdarstellung eine große Übereinstimmung auch zwischen dem, was Sie heute in unserem Bericht finden und dem, was Herr Kreuzer schon vorgelegt hat, gibt. Es war dann schade, dass es aus formalen Gründen, Sie wollten nicht, dass wir in den Duktus eingreifen, Sie wollten nicht den Satzbau verändern, dass es dann nicht dann dazu gekommen ist, dass es Einzelabstimmungen zu den einzelnen Punkten gegeben hat, weil die CSU hat in der nicht öffentlichen Sitzung diese Woche auch zu erkennen gegeben, dass es auch von den uns gemachten nochmal ca. 75 Seiten Ergänzungen, die wir vorgenommen haben zu den 100 Seiten, die der Herr Kreuzer vorgelegt hat, eine Menge Zustimmung gegeben hätte. Es gibt einzelne Wertungen, wo wir uns sicherlich nicht zusammenfinden werden. Aber jedenfalls, ich glaube, auch das ist ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Es ist der erste, wo man sich in weiten Teilen der Sachverhaltserhebung, tatsächlich auch einig ist. Wir haben dann angeschlossen, das werden Sie bei der Lektüre sehen, eine ausführliche juristische Würdigung. Wir haben dann Staatsseite und Sparkassenseite als die beiden Eigentümerseiten einmal bewertet. Da geht es auch um das Thema, ist die Organisation, sind die Backoffices richtig strukturiert? Und wir haben dann der leichten Lesbarkeit halber auch nochmal zu allen relevanten Einzelpersonen nochmal Statements zusammengefasst, wo kurz und gerafft, aber auch mit den entsprechenden Fußnoten. Wir sind bei über oder an die 1500 Fußnoten angelangt und Belegen aus den Akten. Man von Sie nochmal ganz detailliert nachlesen können, wie wir zu unseren Wertungen kommen. Das Wichtigste am Untersuchungsausschuss ist natürlich am Ende das Resümee. Das finden Sie auf der letzten Seite und ich darf das jetzt fast wörtlich einfach auch nochmal vortragen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist. Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die am Erwerb von HGAA beteiligten Verwaltungsräte ebenso wie der Vorstand grob fahrlässig gehandelt haben. Die Verwaltungsräte haben ihre Aufsichts-, Kontroll- und Sorgfaltspflichten
gröblich missachtet und daraus ergibt sich für uns, dass gegen beide Organe, also Verwaltungsrat und Vorstand, zivilrechtliche Haftungsansprüche zu klären sind. Wir haben auch festgestellt, dass die Haftungsregeln für den Verwaltungsrat, die sich selber von normalerweise Aktienrecht Fahrlässigkeit durch Satzungsregelungen auf grobe Fahrlässigkeit eine Haftungsprivilegierung gegeben haben, dass diese Privilegierung auf der einen Seite juristisch fraglich ist, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall für die Zukunft und sofort zu ändern ist. Und der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, und hier gibt es auch Parallelen zu den Feststellungen, die die CSU getroffen hat, der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die Bayerische Landesbank auch heute nach den Zeugenaussagen kein tragfähiges Geschäftsmodell hat. Ohne ein solches tragfähiges Geschäftsmodell kann die Landesbank nicht in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe von Staatsregierung und Landesbank, an diesem Teil in den nächsten Monaten intensiv zu arbeiten. Und für die Zukunft auch eine politische Aufgabe in der Staatsregierung. Die Verwaltungsräte der Staatsregierung, Mitglieder der Staatsregierung, haben in ihren Ministerien kein Backoffice zur Verfügung, das entsprechend so arbeitet, dass sie effektiv in ihrer Arbeit unterstützt werden können. Das ist eine Aufgabe des jeweiligen Verwaltungsrats, des jeweiligen Ministers, das so in Zukunft zu organisieren, dass eine effektive Unterstützung auch wirklich stattfinden kann. Das sind Punkte, wie Sie sehen, die nicht nur jetzt retrospektiv die Vergangenheit beurteilen, sondern die auch politische Forderungen für die Zukunft enthalten. Damit ist für uns auch klar, mit dem heutigen Tage endet der Untersuchungsausschuss. Wir geben nächste Woche noch unseren Bericht gegenüber dem Landtag ab. Aber damit endet auf keinen Fall die Aufgabe des Landtags und der Opposition. Wir werden die Finger in die Wunde auch in Zukunft legen. Wir werden überwachen, ob die von uns gezogenen Konsequenzen und geforderten Konsequenzen wie zivilrechtliche Haftbarmachung von Bayern, LB und Staatsregierung auch effektiv durchgezogen werden. Wir werden kontrollieren, ob es im Thema Geschäftsmodell der Landesbank vorwärts geht. Wir werden einfordern, dass die Haftungsbeschränkungen wieder rückgängig gemacht werden. Und wir werden auch einfordern, dass die Organisation in den Ministerien richtig erfolgt, sodass die Aufgabe der Verwaltungsräte in Zukunft gut gemacht werden kann. Insgesamt glaube ich, ein erfolgreicher Untersuchungsausschuss, ein Untersuchungsausschuss, dessen Gewinner die Bürgerinnen und Bürger dieses Freistaats Bayern sind. Wenn es uns gelingt, die zivilrechtlichen Ansprüche dann auch geltend zu machen, ist jeder einzelne Euro, den wir von dem immensen Schaden von über 3,75 Milliarden Euro zurückbekommen können, ein Erfolg für unsere Bürger. Und insbesondere macht der Untersuchungsausschuss sowohl im Minderheiten- als auch im Mehrheitsbericht klar, dass es nicht so geht, wie oft gesagt, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Es muss das grob fahrlässige Verhalten der Verwaltungsräte muss auch Konsequenzen für sie haben, spürbare Konsequenzen, zivilrechtliche Konsequenzen. Über die politischen Konsequenzen zum Beispiel für einen Fraktionsvorsitzenden Schmidt der CSU muss die CSU selber nachdenken. Selbst die Feststellungen der CSU in ihrem Bericht wörtlich, daher trifft alle Verwaltungsräte zunächst der Vorwurf, dass sie nicht nur pflichtwidrig, sondern auch einfach fahrlässig gehandelt haben. Selbst diese Vorstellung ist bereits eine schallende Ohrfeige für alle Verwaltungsräte und sie sollten daraus auch politische Konsequenzen ziehen, so zumindest unser Fazit. Ich darf jetzt den Kollegen übergeben zur Vorstellung von einzelnen Punkten des Ausschussberichts. Ja, Bernhard Pohl zu zivilrechtlichen Komponenten der Landesbankaffäre, bitte sehr. Gestatten Sie mir zunächst, sehr geehrte Damen und Herren, den Kollegen der Fraktionen der SPD und der Grünen, aber auch den Kollegen von CSU und FDP meinen Dank auszusprechen für einen insgesamt im Wesentlichen fair verlaufenden
Untersuchungsausschuss. Ich möchte auch diejenigen Zeugen mit einschließen, die bereitwillig Auskunft gegeben haben. Es war ja leider nicht flächendeckend der Fall, aber auch den Ministerien, der Staatsanwaltschaft und all denjenigen, die mit diesem Untersuchungsausschuss ihre Mühe hatten, nicht zuletzt auch Ihnen. Mir kommt es weniger auf Formalien an, maßgeblich sind für uns Inhalte. Und der Inhalt, die Überschrift, die über diesem Untersuchungsausschuss steht, heißt: Wir haben ein gemeinsames politisches Ergebnis. Und dieses gemeinsame politische Ergebnis heißt: Alle Verwaltungsräte haben schuldhaft ihre Pflichten verletzt. Darüber gibt es keinen Zweifel und auch keinen Dissens unter allen beteiligten Fraktionen. Insbesondere die CSU hat sich lange dagegen gewehrt, diese Erkenntnis zu realisieren. Sie hat uns häufig unterstellt, wir arbeiten mit Vorverurteilungen, obwohl wir nur Vermutungen und vorläufige Bewertungen getroffen haben. Nun haben sich unsere vorläufigen Bewertungen und Vermutungen zur Gewissheit erhärtet. Alle Verwaltungsräte haben schuldhaft ihre Pflichten verletzt. Und damit hat der Untersuchungsausschuss eine Feststellung getroffen, die es bislang noch bei keinem Untersuchungsausschuss gab. Warum ist das so? Ich denke, es ist nur zum Teil dem Erkenntnisgewinn der Kollegen von der CSU zu verdanken. Im Wesentlichen führe ich es darauf zurück, dass mit den Freien Wählern, aber auch der FDP zwei neue Kräfte im Bayerischen Landtag sind und dass die CSU ihre absolute Mehrheit verloren hat. Mithin keinen Mehrheitsbericht mehr aus eigener Machtvollkommenheit erstellen konnte. Wie auch immer, entscheidend ist das Ergebnis und dieses Ergebnis ist ebenso erfreulich wie richtig. Es gibt einen Dissens zwischen den Mehrheitsfraktionen und uns bei der Frage der persönlichen Haftung. Bei der Frage der persönlichen Haftung sind wir der Auffassung, dass alle Verwaltungsräte haften müssen, weil sie grob fahrlässig ihre Pflichten verletzt haben. Wären wir im Aktienrecht, wären wir im GmbH-Recht, dann würden wir auch hierüber keine Diskussionen führen, weil im zivilen Wirtschaftsrecht gibt es die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit nicht. Und wir alle sind der Meinung, dass diese Haftungsprivilegierung aus den Vorschriften gestrichen gehört. Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, dass ein Politiker, dass ein von den Sparkassen entsandter Verwaltungsrat leichtfertiger mit Geld umgehen darf als derjenige, der sich in der Privatwirtschaft bewegt. Im Übrigen sind wir der Auffassung, und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass diese Haftungsprivilegierung als solche unwirksam ist. Sie werden das dem Bericht im Einzelnen entnehmen. Die Frage ist auch wissenschaftlich höchst umstritten. Warum meinen wir, dass hier persönliche Haftung und grobe Fahrlässigkeit vorliegt? Im Wesentlichen deshalb, weil die Verwaltungsräte ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind, sondern ihre Kontrollpflichten dem Vorstand überlassen haben. Hätten sie vernünftig kontrolliert, dann hätten sie gemerkt, dass die Bank zu teuer gekauft wurde. Der Zeuge Bender hat deutlich gesagt, der für die Kaufpreisfindung zuständig war, als er von dem Abschluss hörte, habe er dies mit den Worten Blödsinn kommentiert, so etwas darf man doch nicht machen. Und er meinte, dass auch der Herr Haas, ein leitender Mitarbeiter der Bayern LB, die gleiche Auffassung vertreten hat.
Wenn Sie kontrolliert hätten, dann hätten Sie gemerkt, dass der Ermächtigungsbeschluss, den Sie zur Unzeit gegeben haben, zu einer Zeit, als man die Bank noch überhaupt nicht genau kannte, dass dieser Ermächtigungsbeschluss überschritten wurde. Wenn Sie ordentlich kontrolliert hätten, hätten Sie feststellen müssen, dass der Vertrag, ich sage es mal vorsichtig, schlampig gemacht wurde, sprich, dass in dem Vertrag keinerlei Sicherheiten eingebaut waren. Im Gegenteil, man hat auf die gesetzlichen Sicherheiten, sprich Gewährleistung und Haftung, verzichtet und hat zusätzlich erforderliche Sicherheiten wie Garantien und Gewährleistungen schlichtweg vergessen oder nicht eingebaut. Wenn nun immer wieder gesagt wird, der Vorstand habe den Verwaltungsrat getäuscht hinters Licht geführt, dann sagen wir, selbst wenn das so gewesen sein sollte, ein Verwaltungsrat ist nicht berechtigt, seine Kontrollpflichten auf das zu kontrollierende Organ, sprich den Vorstand, zu delegieren. Im Übrigen, selbst wenn derartiges zulässig wäre, dass man diese Pflichten delegieren kann, dann muss man sich nach allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften das Handeln derjenigen komplett zurechnen lassen, denen man die Pflicht delegiert. Mit anderen Worten, dann müssten Sie sich das arglistige Verhalten des Vorstands zurechnen lassen. Das wohlgemerkt in dem Fall, dass eine solche Delegation zulässig wäre. Das muss dann also auch erst recht gelten, wenn eine derartige Delegation unzulässig ist. Aus dieser einfachen Überlegung heraus wird deutlich, dass die Verwaltungsräte sehr wohl grob fahrlässig gehandelt haben, sei es durch die unzulässige Delegation ihrer Überwachungspflichten auf das zu kontrollierende Vorstandsorgan, sei es durch die von mir eben geschilderte Zurechnung. Was sind die Konsequenzen? Sie wissen, die Freien Wähler haben immer besonderen Wert darauf gelegt, dass Haftungsansprüche geltend gemacht und realisiert werden. Das haben wir im Übrigen nicht aus Rachsucht getan, nicht weil wir irgendjemanden nicht mögen, sondern das haben wir deswegen getan, weil wir es als einen Akt der Glaubwürdigkeit ansehen. Es kann nicht sein, dass es Sonderrecht gibt für Landesbankvorstände und Verwaltungsräte, die müssen behandelt werden wie jeder andere Mensch auch. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Eben gleich. Und deswegen sagen wir, was in der Privatwirtschaft Recht ist, muss im Bereich der Landesbank, im Bereich der Politik billig sein. Wir sind der Auffassung, dass alle Verwaltungsräte verklagt werden müssen. Es darf nicht sein, dass jetzt der ein oder andere hier ungeprüft davonkommt. Wir sehen es als sehr positiv an und auch als einen Erfolg dieses Untersuchungsausschusses, dass der Vorstand der Bayern LB nun sich entschlossen hat, wenigstens gegen den Vorstand des Verwaltungsrates, den Herrn Dr. Naser und den Herrn Professor Faltlhauser, zivilrechtlich vorzugehen. Wir sagen aber auch ganz klar, beide dürfen sich nicht durch einen außergerichtlichen Deal billig freikaufen. Auch hier hat der Vorstand die Vermögensinteressen der Bank zu wahren und aus unserer Sicht ist es angezeigt, hier eine Klage zu erheben, um eine gerichtliche Klärung herbeizuführen. Eine gerichtliche Erklärung dieser Vorwürfe, wie sie auch bei den anderen Verwaltungsräten notwendig ist. Aber, meine Damen und Herren, nicht die Verwaltungsräte allein haben Fehler gemacht, auch der Vorstand, und selbstverständlich muss auch der Vorstand hier verklagt werden. Und selbstverständlich müssen wir auch danach trachten, von weiteren Personen Schadensersatz zu bekommen.
ob es jetzt die Österreicher sind, ob es Thilo Berling ist, etc. Und deswegen schließe ich mich den Ausführungen des Kollegen Güller nur an. Der Untersuchungsausschuss findet sein Ende. Die Affäre Landesbank wird uns noch einige Zeit länger beschäftigen. Vielen Dank, Bernhard Pohl. Zur politischen Verantwortung ehemaliger Verwaltungsratsmitglieder der Bayern LB. Ja, grüß Gott, auch von mir. Es heißt ja immer, es wird zu wenig gelobt und jeder konnte es wahrscheinlich bestätigen, wenn es um einen selber geht. Trotzdem will ich jetzt nicht in erster Linie uns selber loben, sondern darauf hinweisen und es auch herausheben, dass aus meiner Sicht alle, die an der Aufarbeitung dieses Debakels bzw. Skandals beteiligt waren, ordentlich gearbeitet haben. Das ist ein wohltuender Unterschied zu dem, wie die bei der Bayern LB und bei der HGA gearbeitet haben. Da hat nämlich so gut wie keiner einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, muss man sagen, weder die Vorstände noch die Verwaltungsräte. Das kann ich jetzt beim Untersuchungsausschuss eben nicht sagen. Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landtag, Ministerien und Fraktionen, die schon gelobt wurden, haben ordentlich gearbeitet, sondern auch im Wesentlichen die Kolleginnen und Kollegen. Da schließe ich sogar den Herrn Klein ein und auch ausdrücklich den Kollegen Kreuzer, der durchaus kollegial und unterhaltsam geleitet hat. Ja, aber also, worauf ich hinweisen muss, man kann sich ja in der Bewertung irren. Das ist genau der Knackpunkt bei der Bayern LB. Und natürlich haben sich Union, CSU und FDP geirrt in der Bewertung. Aber die Grundlagen haben wir alle sauber herausgearbeitet. Und genau das ist eben damals bei der Bayern LB nicht passiert, als man die HGA gekauft hat. Wir haben uns im Untersuchungsausschuss ja zwei Ziele gesetzt, einmal die rechtliche und dann die politische Verantwortung zu klären, und wir waren als Opposition und als Untersuchungsausschuss bei beiden erfolgreich. Was die rechtliche Verantwortung angeht, haben wir ja schon einiges gehört, und da haben wir uns, da war die CSU durchaus lernfähig, auch gegen erheblichen Widerstand bei der CSU durchgesetzt. Die politische Verantwortung konnten wir aus unserer Sicht ebenfalls aufklären. Klar ist, dass verantwortlich für dieses Milliardendebakel bei der HGA alle führenden CSU-Politiker der damaligen Zeit sind, also Huber, Beckstein und Faltlerhauser, der jetzige Fraktionsvorsitzende Schmidt und natürlich vor allem der frühere Ministerpräsident Stoiber. Sein Größenwahn war der entscheidende Faktor dafür, dass die Landesbank auf eine Geschäftsbank zu einer Geschäftsbank von 400 Milliarden Bilanzsumme aufgebläht wurde, obwohl sie dafür für dieses Volumen keinerlei Existenzberechtigung hatte. Weil wir eben so viel über juristische Fragen geredet haben, will ich auch klarstellen, der Kauf der HGAA war auch dann unverantwortlich, wenn er rechtlich in Ordnung gewesen wäre. Es war unverantwortlich, mit Steuergeldern solche enormen Risiken einzugehen und die Landesbank auf dem Balkan tummeln zu lassen. Deshalb muss das Debakel eben nicht nur zu juristischen, sondern auch zu politischen Konsequenzen führen. Es ist ja schon kurz angesprochen worden, dass inzwischen auch die CSU die Pflichtwidrigkeit aller Beteiligten einräumt. Und deswegen ist es unerträglich, dass die CSU die Versager von damals, nämlich Erwin Huber und Georg Schmidt, noch mit wichtigen parlamentarischen Ämtern betraut. Genauso skandalös ist, dass der Sparkassenverband Herrn Scheidinger nicht längst aus dem Verwaltungsrat geschmissen hat. Diese Verantwortung müssen sich diese beiden Organisationen zurechnen lassen. Alle drei haben zwei Hauptverstöße gegen ihre Sorgfaltspflichten begangen. Die eine beim Kauf ist ja schon ausführlich dargestellt worden, der eine Hauptverstoß. Der zweite Kardinalfehler war, dass sie auch nach dem Kauf die Tätigkeit des Vorstands nicht überwacht haben. Unter anderem haben sie die Gelegenheit nicht genutzt, die damals geboten war, als die kroatische Nationalbank eine Sonder-Due Diligence in Kroatien erzwungen hat. Da hätte sich der Verwaltungsrat mit den Ergebnissen ernsthaft auseinandersetzen müssen. Sie haben sie nicht mal zur Kenntnis genommen. Sie hätten sich damals dann einen Überblick über den wahren Zustand der HGA verschaffen können. Und der war verheerend. Das hätte man damals schon sehen können. Und vor allem haben sie es versäumt, die Frage überhaupt zu erörtern, ob ein Ausstieg vor dem Closing nötig oder möglich ist. Besonders empörend bei Huber, Scheidinger und Schmidt ist, dass sie alle drei bis heute ihr Versagen leugnen, dass sie meinen, sie könnten weitermachen als bisher.
weil sie damals keine Verantwortung übernommen haben und dafür auch heute keine Verantwortung übernehmen, müssen sie dringend aus ihren jeweiligen Ämtern entfernt werden. Der Untersuchungsausschuss hat sich ja nicht nur mit dem Kauf selbst befasst, sondern auch mit möglichen Versäumen danach. Und hier muss man leider feststellen, das will ich nur als Beispiel herausgreifen, dass es auch unter der Regierung Seehofer-Zeil zu erheblichen Versäumnissen kam, insbesondere der Finanzminister Fahn schon, muss sich eine Reihe von Pflichtverstößen vorhalten lassen. Da ist zunächst der allen bekannte Sündenfall Linner, wo er vertuscht hat, statt Konsequenzen zu ziehen. Dann hat er bei der Kapitalerhöhung 2008 zugestimmt, ohne Alternativen zu prüfen. Und er hat die Verträge, die die HGAA mit den Verkäufern 2007 abgeschlossen hat, zu lange ignoriert. Schließlich hat er das Kreditlimit von knapp 10 Milliarden von der Bayern LB an die HGAA ohne Prüfung von Alternativen verlängert, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass die Bank in einem schwierigen Zustand ist und dass man sie langfristig nicht behalten kann wegen EU-Auflagen. Und was ich ihm auch noch vorhalte, ist, dass er von keinen der vielen Betrügern, von den keinem derer, die für diese vielen Betrugsfälle bei der HGA verantwortlich war, Schadenersatz eingefordert hat, also das nicht erzwungen hat, dass wenigstens einer verklagt worden wäre. Der gravierendste Sündenfall war natürlich der Fall Linner. Da hätte Fahn schon beim ersten Zwischenbericht im April 2009 die juristische Aufarbeitung der Causa HGAA beauftragen müssen. Er kannte damals die Eckpunkte des Kaufs, er kannte die vielen Versäumnisse und die Frau Linner hat die Frage ja aufgeworfen, ob die Beteiligten ihrer Sorgfaltspflicht gerecht wurden. Dieser Frage hätte er juristisch nachgehen müssen. Dann hätte er auch erkannt, dass er gegen die alten Verwaltungsräte vorgehen muss. Das hat ihm auch der frühere CSU-Landrat Heiner Jannik von der Kanzlei Gassner nochmal nahegelegt. Und wir haben außerhalb des Untersuchungsausschusses Hinweise bekommen, dass Gassner Jannik ihn mehrfach aufgefordert haben, eine juristische Prüfung vorzunehmen, ohne dass er das getan hat. Und ich habe dazu eine Anfrage gestellt. Dass die neuen Verwaltungsräte die Hinweise von Frau Linner nicht zum Anlass genommen haben, gravierende Versäumnisse aus der Vergangenheit ernsthaft zu prüfen, ist natürlich auch dem Minister Zeil anzulasten, der sich um diese Frage viel zu wenig und fahrlässig aus meiner Sicht gekümmert hat. Er hätte ebenfalls eine juristische Aufarbeitung einfordern müssen. Das Gleiche gilt natürlich dafür, dass man zu spät, nämlich erst Mitte 2009, den wahren Zustand der HGAA durch das sogenannte Asset Screening prüfen hat lassen. Das hätte man eben Ende 2008 machen müssen, vor der Kapitalerhöhung. Auch dafür ist Zeil mitverantwortlich. Und ebenso für die Geschichte, dass man das Kreditlimit auf Jahre hinaus verlängert hat, zum Zeitpunkt, nämlich Mitte des Jahres 2009, wo klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Es ist für mich insgesamt offensichtlich, dass sich auch die Minister Fahn schon und Zeil Versäumnisse haben zu Schulden kommen lassen. Deswegen kann die jetzige Regierung nicht mehr so tun, als habe sie mit der HGA-Debakel überhaupt nichts zu tun. Ich meine, dass ordentlicher Batzen Dreck auch an ihr hängen geblieben ist. Das war's. Gut, danke Sepp Dörr. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, nur noch eine Zusammenfassung von Inge Auris mit speziellem Blick auf die Rolle der Sparkassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich auch die Gelegenheit wahrnehmen, mich für Ihr Durchhaltevermögen als Journalistinnen und Journalisten zu bedanken. Sie haben uns ja auf diesen schweren Weg begleitet und unterm Strich sind wir, denke ich, jetzt auch froh, dass wir jetzt einmal den Sack sozusagen heute zuschnüren können. Ich glaube, wir haben mit Grandessa einen Untersuchungsausschuss abgeschlossen, wie er bisher noch nicht war. Und ich denke, wir können auch zufrieden sein, hat man uns ja zunächst belächelt und uns unterstellt, wir würden Vorverurteilungen vornehmen. Hat sich aber jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass wir Recht behalten haben. Das ist zwar bitter, aber das ist die Wahrheit. Wir wollen heute diesen Sack zuschnüren, ich habe es gesagt, und wir wollen nochmal deutlich machen, dass wir als Oppositionsparteien und Oppositionsfraktionen die Kontrolle der Landesbank durchgeführt haben, die die CSU nicht gemacht hat. Also das Kontrollorgan CSU hat versagt, aber wir von der Opposition, wir waren hellhörig, wir waren immer auf dem
Nabel der Zeit sozusagen, und wir haben dafür gesorgt, dass die Kontrolle jetzt gegriffen hat. Und deshalb denke ich, ist heute ein Tag, wie es die Politiker so schön sagen würden, eine Sternstunde der Demokratie. Also dass auch unser Bericht heute mal ein wirkliches Gewicht letzten Endes hat. Ich möchte die Rolle von Herrn Dr. Naser und den Sparkassenverband noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir haben ja von Seiten hier unseres Untersuchungsausschusses eigentlich nur die staatliche Seite zu untersuchen gehabt. Und da haben wir ja festgestellt, dass die CSU keinerlei wirtschaftliche Kompetenz hatte. Wenn man aber auf die Sparkassenseite mal einen Blick wirft und allen voran der damalige Sparkassenpräsident Dr. Naser, dann kann man feststellen, dass er der verantwortliche Mann war, der für die 72 Sparkassen in Bayern gesprochen hat, der dafür praktisch seine Hand gehoben hat und man kann unterm Strich jetzt sagen, der das Geld der Sparkassenfamilie verdummtreut hat. Also anders kann man das nicht mehr ausdrücken und wir müssen jetzt sehen, wie die Sparkassen hier vorgehen. Dr. Naser hat sich in seiner Zeit ausgezeichnet durch Selbstherrlichkeit, durch Selbstüberschätzung und vor allem durch Großmannssucht. Und da wird jetzt noch einmal deutlich, dass er selbst davor nicht zurückgeschreckt hat, die Bayern-LB sozusagen in den Ruin mit hineinzuführen, obwohl er der eigentliche Fachmann war, aber anscheinend war es ein selbsternannter Fachmann. Er hat sich auch vorzeitig seinen Vertrag verlängern lassen. Im Sommer 2009 hat er 1,5 Jahre vor Ablauf seines Vertrages dafür gesorgt, dass er seinen Vertrag in trockenen Tüchern hat. Ein Vertrag, der nicht angreifbar ist. Das bedeutet, dass dieser Mann bis nächstes Jahr 2012 nach wie vor auf der Lohnliste des Bayerischen Sparkassenverbandes steht und damit rund 600.000 Euro Jahresgehalt hat. Und über das, dass er von uns 173 Euro für seine Übernachtung während des Oktoberfests haben wollte, können Sie sich Ihr eigenes Urteil bilden. Insgesamt, denke ich, können wir sagen, dass wir gut gearbeitet haben. Man darf sich ja nicht selber auf die Schultern klopfen, aber wenn es kein anderer macht, dann müssen wir es notfalls selber tun. Aber ich denke, dass wir hier trotzdem Gutes vorgelegt haben. Und da gilt mein Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich aus unseren Reihen, unserem Team, der SPD, der Grünen und der Freien Wählern, aber ich möchte auch heute natürlich die CSU-Mitarbeiter und die FDP mit eingreifen. Wir haben wirklich, denke ich, harmonisch zusammengearbeitet, obwohl das ja nicht selbstverständlich ist. Aber diesen Dank möchte ich auch einmal in der Öffentlichkeit darlegen. Wir als SPD haben auch ein Gesetz letztes Jahr eingebracht, das ja notfalls über die Bühne gegangen wäre, wenn nicht der Bund reagiert hätte. Im Restrukturierungsgesetz des Bundes ist im Dezember 2010 noch einmal dafür gesorgt worden, dass die Verjährungsfristen von 3 Jahren auf 10 Jahre verlängert worden ist. Und das, meine Damen und Herren, ist für uns ein bisschen ein Pflaster, wo wir jetzt sagen, da können wir durchschnaufen, es kommt uns keiner aus. Selbst wenn jetzt die Bayerische Landesbank sich nur den Dr. Naser und den Dr. Faltelhauser vorknöpft, sehen wir die anderen in der Haftung, das haben meine Kolleginnen und Kollegen ja schon angeführt, aber da läuft uns jetzt die Zeit nicht davon und das ist für uns letzten Endes das Allerwichtigste. Ich denke, die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Bayern haben mit uns als Oppositionsparteien jetzt gemerkt, dass wir die richtigen Leute waren, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit und dass wir unserer Verpflichtung nachgekommen sind, Schaden vom Volk abzuwehren. Wir haben dafür gesorgt, dass die Wahrheit ans Licht kommt und bei den vielen Veranstaltungen, wo wir überall waren, haben die Bürger immer gesagt, naja, da kommt ja sowieso nichts dabei raus. Und das, denke ich, da haben wir heute das Gegenteil bewiesen. Es ist sehr wohl sehr viel dabei rausgekommen. Und jetzt werden wir sehen, dass die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Herzlichen Dank.